Du willst dein Leben ändern. Du weißt, dass du mehr aus dir herausholen kannst. Vor Silvester hast du eine Riesenliste gemacht mit Neujahrsvorsätzen. Und am Ende des Jahres sitzt du völlig enttäuscht da. Und soll ich dir was sagen? 2023 wird genauso wie 2022, wenn du nicht aus deiner Komfortzone heraustrittst. Willkommen zu diesem Video. Dieses Video dient als Motivationskick. Dieser Kick wird aber nicht lange halten. Niemand ist immer motiviert. Und das sollte auch nicht dein Hauptantrieb sein. Disziplin über Motivation. Erfolg ist kein Zufall. Nur die wenigsten wachen morgens auf und denken, boah, Hammer, jetzt erstmal ins Gym. Das, was sie antreibt, ist nicht Motivation, sondern Disziplin. Für die, die einfach aufstehen, ohne darüber nachzudenken und ins Gym gehen, für die ist es wie Zähneputzen. Es geht darum, neue Gewohnheiten zu etablieren. Aus der Komfortzone heraustreten bedeutet auch ab und zu leiden. Wir müssen etwas so lange machen, bis es zur Gewohnheit wird. Wenn morgens dein Wecker klingelt und du zur Arbeit musst, denkst du nicht darüber nach, soll ich heute gehen oder nicht. Auch wenn es dir schwerfällt, manchmal, du stehst auf und du gehst hin. Es ist einfach Gewohnheit, genauso wie du aufstehst und deine Zähne putzt oder dein Gesicht wäschst. Es wird sich nichts ändern, wenn du nichts änderst. Mach das aber in kleinen Schritten. Das Jahr hat gerade erst angefangen und wahrscheinlich hast du eben diese Riesenliste mit Neujahrsvorsätzen. Um 6 Uhr aufstehen, ins Gym gehen, die neue Skincare-Routine, 10 Bücher lesen, abends rechtzeitig das Handy weglegen, den Kurs noch machen und diese Sprache noch lernen. Nein, beginne erstmal mit 1-2 Sachen. Steh morgens um 6 Uhr auf und geh ins Gym, wenn das dein Ziel ist. Und dann addest du nach 1 oder 2 Wochen das nächste. Sonst bist du völlig überfordert und lässt alles links liegen. Beginne auch damit, Dinge miteinander zu koppeln. Du willst den neuen Podcast hören? Okay, aber geh dabei spazieren, sammel Schritte, geh an die frische Luft, raus an die Natur. Du willst deine neue Serie gucken oder du willst doch den Kurs machen, bei dem du noch etwas lernst? Das kannst du genauso gut im Gym auf dem Fahrrad mit deinem Handy. Beginne, Dinge miteinander zu verbinden. Wer nicht weiß, wohin er will, braucht sich nicht wundern, wo er ankommt. Definiere deine Ziele klar. Du möchtest abnehmen? Wie viel möchtest du abnehmen und vor allem bis wann? Du kannst dich an dem SMART-Modell orientieren. Stell dir vor, du sagst, dieses Jahr nehme ich ab. Versus, bis zum 1. März werde ich 8 Kilogramm verlieren und somit 70 Kilo wiegen, damit ich wieder in mein Lieblingskleid passe. Mit diesem Satz ist die komplette SMART-Methode erfüllt. Spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Das klingt zuerst mühsam, aber es ist ganz einfach, klare Ziele zu definieren. Außerdem ist es so wichtig, deine klaren Ziele aufzuschreiben, immer und immer wieder. Es wurde in einer Studie bewiesen, dass man 30 Mal mehr Erfolg hat, wenn man seine Ziele aufschreibt. Du musst sie visualisieren. Gerade dafür eignet sich auch ein Vision Board super gut. Mach es außerdem so, dass du es immer siehst. Sei es dein Handy-Hintergrund, dein Bildschirmschoner oder an der Wand über deinem Schreibtisch. Du musst dein Vision Board jeden Tag sehen und deine Ziele klar vor Augen haben. Das Ganze hat auch was mit Manifestieren zu tun. Wir müssen nicht nur für unsere Ziele hart arbeiten, wir müssen auch an uns selbst glauben und das Ganze visualisieren und manifestieren. Denke an die Person, die das Leben lebt, was du leben möchtest. Was sind die Charakterzüge dieser Person? Was macht diese Person jeden Tag? Welche Entscheidungen trifft sie? Wenn du im Auto sitzt und ins Fitnessstudio fährst, dann denkst du nicht unbedingt genau an dein Ziel, aber du denkst doch immer an die Person, die du gerne sein möchtest. Du denkst immer daran, in egal welchen Momenten, was würde diese Person gerade tun. Du rufst dir nicht immer wieder in den Kopf, ich will abnehmen, ich will abnehmen, ich will abnehmen. Aber du denkst daran, was du dafür tun musst. Und das ist extrem wichtig. Würde die beste Version von dir selbst jetzt auf der Couch sitzen und Chips essen? Würde sie das Gym ausfallen lassen? Okay, du hast jetzt eine klare Vision und ein klares Bild deiner besten Version. Verfolge Menschen, die das erreicht haben, was du erreichen möchtest. Schaue, was sie machen und was sie nicht machen. Und dabei geht es nicht darum, die Person zu kopieren. Es geht darum, sich inspirieren zu lassen, aber vor allem sich zu fokussieren.
Wenn du die ganze Zeit davon umgeben bist, was du erreichen möchtest, von Personen, die schon bereits erfolgreich waren, dann push dich das nur. Umgib dich nicht mit Menschen, die dich negativ beeinflussen. Umgib dich nicht mit Menschen, die dir deine Ziele ausreden wollen oder sagen, ach, das schaffst du eh nicht oder das sei nicht so wichtig. Nein, fokussiere dich auf dein Ziel. Nur so kannst du es erreichen. Schätze dich dabei. Investiere in dich, damit du langfristig Wert auf eine gute Entwicklung legst. Und das bedeutet nicht, das neueste iPhone zu besitzen oder den neuesten Chanel-Lippenstift zu kaufen. Nein, investiere in dein Wissen und in deine Weiterentwicklung. Sei es ein Online-Kurs, Bücher oder eine Assistentin, je nachdem, was dein Ziel ist. Lebenslanges Lernen. Wir lernen nie aus. Da draußen gibt es so viel Wissen, was wir uns aneignen können, womit wir besser werden können. Bleiben wir wieder bei dem Beispiel von eben. Du möchtest abnehmen, du möchtest die beste Version von dir selbst werden. Ich habe das Buch geschrieben Back to Basic, damit jeder einen klaren Einstieg in genau dieses Thema bekommt. Investiere in solche Dinge. Du bekommst die perfekte Zusammenfassung und du musst dich nicht selbst hinsetzen und komplett recherchieren oder gar ausprobieren. Genauso ist es, wenn du dir ein Business aufbaust und ab einem gewissen Punkt einfach so viel Arbeit hast, investiere in eine gute Assistenz. Warum soll dir eine andere Person nicht helfen? Das ist zeitsparend. Das gilt für alle Lebensbereiche. Man sollte immer in sich selbst investieren. Es gibt Dinge, wo man Geld ausgibt und das ist dann Konsumverhalten, was auch völlig in Ordnung ist. Aber es gibt Dinge, wo man Geld ausgibt und man bekommt einfach das Dreifache zurück. Du darfst diese beiden Dinge nicht miteinander verwechseln. In sich selbst zu investieren ist das Beste, was wir machen können. Nur so entwickeln wir uns weiter. Dieses Video gibt dir keine Ernährungstipps oder Tipps, wie du dir dein eigenes Business aufbaust. Das Fazit aus diesem Video ist Kontinuität. Nur, wer immer wieder dasselbe tut, dasselbe Richtige tut, wird sein Ziel erreichen. Ein Business baut sich nicht durch Netflix and Chill auf. Muskeln bauen sich nicht durch Skippen des Gyms auf. Fett verbrennt sich nicht, wenn man das falsche Essen auf dem Teller hat. Und 10 Bücher lesen sich nicht, wenn sie im Schrank verstauben. Kontinuität ist das A und O. Wir müssen immer wieder das Gleiche, Richtige machen, um an unser Ziel zu kommen. Und dabei müssen wir auch langfristig denken. Langfristig und realistisch. Ich habe jetzt schon zweimal erwähnt, dass es wichtig ist, das Richtige zu machen. Da unterscheiden sich die Bereiche eben beim Businessaufbau oder beim Thema, den Traumkörper zu erreichen. Natürlich musst du ein gewisses Wissen haben und deswegen ist es auch so wichtig, in sich selbst zu investieren, Dinge auszuprobieren, sich Dinge anzuhören. Und ein Coaching zum Beispiel ist ja eine Zusammenfassung von jemandem, der weiß, wie es geht. So musst du nicht Jahre verschwenden, sondern hast das Ergebnis dort und brauchst es nur nachmachen, nach Anleitung, natürlich von einer richtigen Person. Genauso ist es wertvoll, wenn jemand ein Business aufbauen möchte, sich einen Mentor zu holen oder Videos von Leuten anzuschauen, die das erreicht haben und Tipps weitergeben. Natürlich spielt es hierbei auch eine Rolle, dass man der Person vertrauen muss und dass man die richtige Person wählt, denn draußen gibt es leider auch sehr viel Schrott. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Also diese Schritte sind einfach das A und O, um aus diesem Jahr etwas Erfolgreiches zu machen. Motivation ist jetzt vielleicht noch ein paar Tage da, aber spätestens Mitte Januar verschwindet diese. Es ist wichtig, neue Gewohnheiten zu etablieren, um daraus diszipliniert zu werden. Unsere Ziele klar aufschreiben, klare Ziele definieren und vor allem diese aufschreiben, damit sie sich in den Kopf einprägen. Ein Vision Board erstellen, damit wir die auch jeden Tag vor uns haben. Mit Personen oder Dingen umgeben, die deine Ziele und Wünsche positiv beeinflussen. Die Person vorstellen, die du sein möchtest. Stell dir immer die beste Version von dir selbst vor und investiere in dich und dein Wissen. Und dann kannst du aus diesem Jahr etwas richtig Erfolgreiches machen.